Frühstücken wir noch? Ich habe keine Zeit. Es ist Krieg. Ich muss noch ein paar Leute im Vorstand erschießen. Denk dran, dass wir um 2 das Brautkleid aussuchen gehen. Ja, ich komme so schnell ich kann. Das bist du doch schon. Sergio noch anrufen? Ja. Ich kenne noch eine andere Band. Die spielt Mambo. Mambo ist gut. Mambo ist gut. Wie viel hast du eigentlich auf deiner Liste? Ich habe 40. 52. Scheiße, dann darf ich ja nur noch 8. Tja. Weißt du übrigens, dass Annette sich extra für die Hochzeit den Busen vergrößern lässt? Die sollte sich lieber das Hirn vergrößern lassen, da hätten wir alle mehr davon. Du bist grässlich. Ich weiß. Tschüss. Ja? Ah, Schmeißer, hallo. Alles okay, ich glaube nur eine von den 4 Flaschen. Shampoos gestern war schlecht. Ja, ich hätte sie ohnehin angerufen. Es gibt keine Probleme. Wenn ich sage, die Übernahme geht klar, dann geht sie auch klar. Martina! Probleme gibt es leider. Keine Probleme. Ja, wir sehen uns nachher beim Brunch. Mach hin. Okay, Leute, pass mal auf. Wer das nicht aushält, hat in meiner Nähe nichts zu suchen. 2, 3. 1, 2, 3. Wie oft kennst du denn Domestos? Jedes Mal, wenn du mich geküsst hast. Hast du jetzt für diese zu Unfallmische gekriegt? Wiederholung! Herr Schmeißer, freut mich wirklich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir verlieren einen aufrechten Kämpfer für Freiheit und Promiskuität. Wer sagt sowas? Ich heirate nur. Ansonsten bleibt alles, wie es war. Komm, Ben, lass uns das Kriegsbett begraben. Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Okay? Ja, mach dir keine Sorgen. Ist schon okay. Entschuldige mal, sag mal, wir hatten diesen Glatzenarsch hier reingelassen. Keine Ahnung. Der denkt, er kann mich über den Tisch ziehen. Nächste Woche ist der rein. Scheißkerl, echt. Also die Laden die ganze Woche gemietet? Und was kostet das? Ist doch egal, ist alles für euch. Ist verrückt. Wieso? Wir sind doch Freunde. Das ist doch super, Freunde zu haben. Jedenfalls, solange man sie nicht braucht. Hey! Auf Carla und Ben! Auf euch! Und, was hat Ihr Vater gesagt? Er weiß es noch gar nicht. Hören Sie, Ben, ich zähle auf Sie. Die Sache muss heute noch über die Bühne gehen. Das wird sie auch. Ich meine, er hat gar keine andere Möglichkeit, als zu verkaufen. Ich rufe sie um 3 an. Dann haben wir einen Grund zu feiern. Vater, wo warst du? Wir warten seit einer Stunde auf dich. Ich muss mit dir reden. Die Quartalszahlen sind noch schlimmer als befürchtet, ich weiß. Mach dir keine Sorgen, ich lege euch ein Konzept vor. Wir sind nicht zu verkaufen. Es gibt im Aufsichtsrat eine Menge Leute, die das für eine gute Idee halten. Wenn ich warne dich. Was ist los? Beruhig dich. Komm, lass uns feiern. Hallo, Schwiegerpaps. Hallo. Na? Nicht so schnell. Er hat dich noch nicht geheiratet. Ja, ich ihn auch noch nicht. Alles in Ordnung? Wunderbar. Hat er die Stühle hier hergestellt? Herr Rath ist mit einer Besprechung. Er ruft Sie dann zurück. Ja, danke. Wiederhören. Dein Vater war heute Morgen beim Arzt. Was Schlimmes? Ich glaube nicht. Wo sind die Berechnungen des Shareholder Value? Hier drin. Wunderbar. Gut. Weiß er schon von der Furniture? In 2 Stunden ticken die Uhr ein bisschen anders. Und? Bin ich dabei? Natürlich. Nur ein paar von den Wracks da drin gehen in Rente. Sind Sie Ben Rabe? Oder wen Sie sonst haben wollen? Ja, 8 Stühle. Bezahlung bei Lieferung, Bader per Scheck. Ich krieg von Ihnen 4.000 Mark plus Mehrwertsteuer. Sie sollten in meine Wohnung, nicht ins Büro. Ich weiß, in einer Stunde kommen Sie mir nicht mit der falschen Adresse. Nummer 19.
sitze ich wieder 2 Stunden rum? Irgendwas, so noch 1 Stunde. Klugscheißer. Was mit meinem Geld? Meine Lieferung. Tut mir leid, dass Sie die doppelte Arbeit haben. Heute Abend 8 Uhr. Und wenn Sie was Nettes anziehen, kriegen Sie auch was zu essen. Tschüss. Oh, Entschuldigung, ich verstehe. Scheiße. Wir sind in einer Situation, wo wir genau hinzuschauen haben. Da müssen wir im Gedanken denken, vor denen wir heute noch Angst haben. Dann sind wir am Ende. Das habe ich nicht gesagt. In den 30 Jahren unserer Firmengeschichte waren wir noch nie am Ende. Es gab Situationen, die sehr viel schlechter waren als die jetzige. Also, präsentieren Sie eine Lösung und hören Sie auf mit dem Geplänne. Angesichts der strukturellen Probleme in Produktion und Vertrieb sehe ich die Zukunft der Rabe AG folgendermaßen. Erstens, wir senken radikal unsere Kosten und trennen uns von unrentablen Zulieferern. Streichungsvorschläge dazu finden Sie in meiner Expertise. Das ist die Hälfte unserer Zulieferer. Zweitens, wir verlagern Advertising und Marketing ins Internet. Das ist die einzige Chance, der wachsenden Konkurrenz entgegenzuwirken. Das beinhaltet natürlich Investitionen, und zwar von mindestens 20 Millionen in den nächsten 2 Jahren. Das erhöht unsere Verbindlichkeiten auf 100 Millionen. Old Furniture ist bereit, ein Aktienpaket von 150 Millionen zu übernehmen. Das ist die Mehrheit. Ach, Kriegstein, kommen Sie mal raus aus Ihrer Sparbüchse. Wir sind im Jahr 2000 und Sie sind immer noch ein Pfennigfuchser. Was ich anbiete, ist die Rettung von Rabe AG. Und ich denke, wir sind uns darüber einig, dass das in unserer momentanen Verfassung die einzige Chance ist. Das ist eine Übernahme. Du hast die Dreistigkeit, mir eine Übernahme vorzuschlagen. Das ist die letzte Möglichkeit. Schwachsinn. Gut, dann sag mir, wie wir die Krise überwinden sollen. Ich habe die Ölkrise von 1973 überstanden. Da warst du 1 Jahr alt. Ich habe deine Mutter überstanden. Und wir werden auch alle weiteren Krisen überstehen. Aber Vorschlag abgelehnt. Es ist die letzte Ende Chance. Ende der Diskussion. Nerven, aber deine Verlobte wartet seit einer halben Stunde auf dich. Ja, und? Das Hochzeitskleid. 3 Scheiße, meine Sachen. Um 17 Uhr Kriegsteine im Club. Ja. Mein Gott, sie sind ja immer noch hier. Bitte, ich hab Eile. Moment. Wenn meine Verlobte in der Szene macht, schicke ich sie zu Ihnen, ja? Sie könnten mir ja helfen, hm? Zu helfen, ja, gerne. Selbstverständlich. Sie heiraten? Also wie Sie das sagen, klingt es, als würde ich mir eine anstehende Krankheit einfangen. Nein. Sie sind nicht verheiratet, Lilian. Nein. Ich verstehe. Ich glaube ich nicht. Wieso? Mein Professor sagt immer, man ist erst dann erwachsen, wenn man geheiratet hat. Was hat er gesagt? Ja. Vielleicht wollte er sie nur ins Bett kriegen. Sie haben auf Keller gedrückt. Ich habe auf 0 gedrückt. Ja, 0 Keller, 1 Parterre. Das ist doch nicht so schwer. Wer denkt sich denn sowas aus? Und Sie? Tut mir leid, ich würde Ihnen schrecklich gerne helfen, aber... Oh, das ist heute wirklich nicht mein Plan. Wissen Sie nicht? Alles, was nicht warten kann, ist nicht wert, dass man sich beeilt. Sie sollten in die Kalendersportproduktion einsteigen. Hat in Ihrer Firma eigentlich keinen Mann, der sowas machen kann? Doch, mich. Wieso lädst du die Stühle wieder ein? Heute Abend um 8 und wir, Sie sind nicht da. Dann? Karton. Schönes Auto. Ah, Herr Professor. Ja, der macht 320 die Stunde. Momentan nicht. Momente sind vergänglich. Ich hab Sie in den Vorlesungen vermisst. Muss ich entscheiden, Herr Professor. Entweder man analysiert die Wirtschaft oder man handelt und verdient Geld. Gute Fahrt. Ein chinesischer Philosoph hat mal gesagt, wer sich nicht kennt und seine Gegner nicht kennt, verliert jedes Rennen. Wiedersehen. Sind Sie Ben Rabe? Vor 3 Wochen hat man Sie aufgefordert, Ihren Führerschein abzugeben. Ja. Ihren Personalausweis, Fahrzeugschein. Aussteigen bitte. Guten Tag. Ihre Verlobte ist vor einer halben Stunde gegangen. Ja. Sie hat sich für einen Traum in Sand entschieden. Schön. 18.000. Chanel? Ja. Ja, kann ich es mal sehen? Soll doch eine Überraschung sein.
Ja, hi, Carla, ich bin's. Tut mir leid, dass ich zu spät war. Ich habe das Kleid gekauft. Dafür musst du mir auch die Sünden der letzten 10 Jahre verzeihen. Ruf mich an, wenn du das abhörst. Danke. Tschüss. Scheiße. Ich habe das nochmal durchgerechnet. Es gibt eigentlich nur einen Weg. Wir kündigen die Verträge mit den Zulieferern und lassen Schmeißer rein. Sie haben ja recht. Aber wenn ich Ihnen einen bescheidenen Rat zur Verfügung stellen darf. Das war heute Morgen der falsche Weg. Das weiß ich. Und deshalb präsentieren Sie auf der nächsten Vorstandssitzung die Geschichte. Vielleicht hört er ja auf Sie. Ich halte mich da raus. Das sind alles Firmen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Kriegsstein für Emotionen ist in dieser Situation einfach kein Platz. Na gut. Ich mach's. Gut. Ist gut. Hey. Kann ich bitte sprechen? Ja, natürlich. Ich habe darüber nachgedacht, was du heute Morgen gesagt hast. Das klingt plausibel. Uns geht's nicht gut und auf der anderen Straßenseite wartet jemand mit dem Geld. Es ist schön, dass du das auch so siehst. Ich habe da ein kleines Problem. Hast du schon mal einen Stuhl gebaut? Was soll das jetzt? Hast du schon mal einen Stuhl gebaut? Nein! Hast du eine einzige Entscheidung getroffen, die dich dein eigenes Geld kostet? Ach, komm jetzt nicht damit, bitte, ja? Wenn du verschacherst meine Vergangenheit, nicht deine. Wenn du weißt, wie es läuft, gründ eine eigene Firma, mach's besser als ich. Scheiß Abenteuerromantik. Wir sind im Jahr 2000. Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Du hast hinter meinem Rücken mit dem Feind gesprochen. Du hättest mit mir reden. Du hättest mir überhaupt nicht zugehört, wenn ich mit dir geredet hätte. Weil du uns diese Geldhaie auf den Hals gehetzt hast. Diese Typen, die sich für nichts interessieren. Egal, ob wir Möbel, Autos, Müll oder Präservative machen. Für sie muss nur der Shareholder-Value stimmen. Ich lasse von solchen Typen nicht mein Lebenswerk ruinieren. Vater, die Zeiten sind vorbei, wo du vor dem Kamin sitzt und dir Gedanken drüber machst, wie das nächste Jahr läuft. Wir sind an der Börse. Da dauert 1 Jahr 6 Monate. Und wenn du mithalten willst, dann musst du schneller, besser und cleverer sein. Die bedeutet die Firma nicht dasselbe. Ach, natürlich tut sie das! Nein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil du sie nicht mit aufgebaut hast. So ist das. Aber das wirkliche Problem ist, du bist nicht loyal. Früher nannte man so etwas Verrat. Entweder du gehst den Weg, den ich gehe, oder du bist draußen. Damit du eins weißt, ich bin kein Verräter. Und bevor du mich rausschmeißt, gehe ich. Du stehst morgen wieder vor der Tür. Den Ausweis will ich an deiner Stelle behalten, damit du weißt, wer du bist. In 3 Wochen ist die nächste Aktionärsversammlung. Sie haben 18%, damit werden wir die anderen kleinen Aktionäre auch überzeugen können. Ich meine, das sind doch ohnehin alles Idioten, die sowieso keine Ahnung haben. Und wenn wir erst die Mehrheit haben, dann können wir den Vorstand rauswerfen. Was heißt wir? Sie sind doch raus aus dem Vorstand. Was ich damit meine, ist, wenn der Vorstand erstmal weg ist, dann können wir diktieren, wie die Geschäfte weitergehen. Sie haben mich nicht verstanden. Warum sollte ich jemanden wie Sie mitschleppen? Hören Sie, Sie wollten uns die Rabe AG bringen, das haben Sie nicht geschafft. Ich sehe momentan keinen Grund für eine weitere Zusammenarbeit. Das können Sie nicht machen. Ich habe für Sie alles riskiert. Schauen Sie, Ben. Sie wollten uns die Firma Ihres alten Herrn zuspielen. Das ist ein starkes Stück. Wir möchten hier bei Old Furniture nicht jemanden im Unternehmen haben, der vielleicht eines Tages ähnlich illoyal mit uns verfährt und dabei noch nicht mal Erfolg hat. Auf Wiederhören. Ladies, kann ich dich kurz sprechen, bitte? Nee, klar, bitte. Nein, ihr zwei? Carla, ich kann dir nur sagen, mach einen Vertrag mit ihm, bevor er dir das Herz bricht. Das hat er bei mir schließlich auch getan. Ich komm gleich. Ja. Fang schon mal ohne mich an, ja? Ich komm gleich nach. Na, denn, was machen die Geschäfte? Ich hab gehört, du hast Probleme. Die Bank hat Probleme, uns geht's gut. Hast du was getan? Schau mich nicht so an. Sag mir lieber, dass das der richtige Weg ist. Spinnst du? Du machst alles kaputt! Ben, als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns geschworen, dass wir gemeinsam die Welt erobern werden. Was soll das? Ben, ich liebe dich wirklich sehr, aber irgendwo gibt's Grenzen!
Alles ist in Ordnung. Man muss in Bewegung bleiben. Aus Krisen geht man gestärkt hervor. Ich bin 27! Ich muss an meine Zukunft denken! Und die soll verdammt nochmal auf der Seite von Gewinnern stattfinden und nicht von Verlierern! Ich bin kein Verlierer, ich gehe einfach nur meinen Weg. Lass mal auf, Karl, das Frau ist Unterstützung. Und keine Frau, die bei der ersten Krise mir in den Arsch tritt, weil sie Angst davor hat, dass es nicht gleich Millionen regnet. Du hast eine Möglichkeit, ja? Du kannst zu deinem Vater gehen und du kannst dich entschuldigen und du kannst sagen, dass du den Fehler gemacht hast, oder? Schluss. Wollt ihr schlafen? Nein. Wieso nicht? Weil du schnarchst. Ich, wenn ich oben liege. Ach, Danny, ich hab schon genug Probleme am Hals. Du bist kein Kerl. Ja, genau, aber du bist garantiert nicht der Richtige für mich. Da ist noch einer. Wieso denn nicht? Arbeitest du wie eine Bescheuerte? Gehst jeden Abend allein zurück in deiner Scheißbude. Dann bin ich nicht so einfach. Für dich sind Beziehungen zum Vögeln da. Bei mir ist das ein bisschen anders. Scheiße, ich lade die Stühle nicht schon wieder ein. Ich will nach Hause. Tim, mach mich nicht wahnsinnig. Wir warten jetzt hier, bis er kommt. Hm? Da ist er. Wir hatten 8 gesagt. Wunderbar. Die haben mir wirklich gerade noch gefehlt. Scheiße. Lassen Sie mich raten. Sie haben Ihren Schlüssel im Büro vergessen und da ist jetzt keiner mehr. Und Sie kommen nicht in Ihre Wohnung rein, ich krieg mein Geld schon wieder nicht. Wissen Sie, ich habe heute wirklich schon genug Mist erlebt. Machen Sie nur weiter so. Gern. Ich will mein Geld oder ich will die Polizei. Ist nicht mehr nötig.
Ach, Sie nun wieder, Herr Rabe. Haben Sie was getrunken? Der ist doch schneckenfett. Ein Bier. Packen Sie Ihren Wagen immer in Grünanlagen? Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Einmal kräftig pusten, bitte. Du Spitzbund! Ich bin total verblödet! Hey, 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 Vorsicht, die Trampel! Oh, aber nicht zu unserem Auto, also sowas Bescheuertes habe ich noch nicht erlebt. Sie sind doch versichert. Sind Sie die Schwester? Ja, sowas Ähnliches. Will er raus? Ja, gleich. Hey, jetzt sofort! Ist der behindert? Ja. Aber so einen können Sie doch nicht so einfach rumlaufen lassen. Wissen Sie was? Wenn Sie nicht wollen, dass andere Leute mit Ihrem Auto fahren, ziehen Sie den Schlüssel ab. Was kostet das denn? Sie halten sich da raus. Sie halten sich da raus. Sie machen das doch sicher in Ihrer Werkstatt. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen 5 Scheine, dann ist die Sache. Sie bieten Ihnen einfach so 500 Mark an. Was mit den Schulden, die Sie bei mir haben? Entschuldigung, ich wollte Ihrem Freund Ärger ersparen. 1,3 Promille. Ein Bier, sagten Sie? Vielleicht auch 2. Und wie groß waren die? Sie kommen beide mit. Fahren ohne Führerschein, fahren bei erhöhter Geschwindigkeit, Trunkenheit am Steuer, Beschädigung öffentlichen Eigentums und als Krönung Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also ich als seine Freundin Anwältin kann dir einfach nur sagen, selbst du bis zum Hals in der Scheiße steckst, du kannst ein halbes Jahr kriegen, wenn du Pech hast. Aber ohne Bewährung. Ich habe 20.000 Portionen hingelegt. Aus meiner Kasse. Das ist nicht auf meiner Arbeit gemacht. Entschuldige, ich bin spät. Aber um 4 ist er aus dem 16. Stock gesprungen, weil Bayern München verloren hat. Na sag schon, Schätzchen. Ein Kerl? Nein, wieso? Alles in Ordnung. Milch ist im Kühlschrank. Milch steht im Kühlschrank. Ziemlich unsympathisch vom guten Kern. Ihr seid aneinander geraten, du bist sauer, du weißt nicht, was du von ihm halten sollst. Hab ich in der Petra gelesen. Was die Hälfte der Beziehung beginnen soll. Ey, Schnurrkopf. Das ist mein Tochter Liebling. Na, Schatz? Gehen wir essen? Stimmt's, dass dein Vater dich irgendwie rausgeschmissen hat? Er hat mich nicht rausgeschmissen, ich bin gegangen. So siehst du auch aus. Du bist täuscht, jetzt geht's erst richtig los. Du gehst jetzt erstmal nach Hause und ziehst dir was Ordentliches an. Ich hab keinen Schlüssel mehr. Einen Zweitschlüssel? Ich mach doch jetzt keinen Rückzieher. Also den Triumph bekommt mein Vater nicht. Kannst du mir nicht noch irgendwas leihen? So 500 oder so? Verdammt nochmal, nicht die private, die von Marias Werkstatt. Ja, ganz genau, von Marias Werkstatt, ja. Alles klar, ruf mich an, ciao. Wir haben also ein Unternehmen, das in seinen verschiedenen Zweigen unterschiedlich rentabel ist. Was tun Sie? Ich würde sagen, ich stoße die unrentablen Firmenzweige ab. Woher wissen Sie, dass die Firmenzweige unrentabel sind? Vielleicht ist der Manager inkompetent. Kann ich ein paar Tage bei dir wohnen? Nach dem gestrigen Abend, Ben? Entschuldige bitte, ist ein bisschen blöd gelaufen, ja, aber ich krieg das wieder in Ordnung. Ich kann im Moment nicht in meiner Wohnung. Wir gehen ins Hotel. Gibt's Probleme? Daniel Winkler? Oh, Carla, aber die hast du... Ich fand den Typ haben wir vor ein paar Monaten noch in der Rubrik Kotzbrocken abgelegt. Ist doch nicht dein Ernst. Du vielleicht. Ben Rabe ist wieder in die trockenen Wüsten der analytischen Wirtschaftstheorie zurückgekehrt. Das täuscht. Stimmt. Er bewirbt sich um den Posten des Hausmeisters an der Uni. Ach Gott. Ich dachte, der hätte dein Vater über seine Beziehung für dich reserviert. Meine Herren, wenn Sie herausgefunden haben, wer von Ihnen beiden das Alpha-Tier ist, können wir wieder zum Thema zurückkommen. Der Punkt ist, wer nur von Geschäften was versteht, versteht auch davon nichts. Herr Professor! Herr Professor, ich brauche Ihre Hilfe. Sie wissen sicherlich von den Problemen der Rabe AG. Ja, ich bin ein nicht unwesentlicher Aktionär. Die Rabe AG hat ein enormes Potenzial, aber Personalstrukturen, die die Veränderungen behindern. Das heißt, Sie wollen die Rabe AG übernehmen und eine Menge Leute im Vertrieb entlassen. Warum? Weil es das Unternehmen sonst in ein paar Wochen einfach nicht mehr gibt. Oder weil Ihr Vater Sie rausgeworfen hat. Und Sie ihm nun beweisen wollen, dass Sie es besser können als er. Herr
Herr Professor. Welche Rolle spiele ich in Ihrem Plan? Sie hören sich an, was ich vorhabe und segnen es ab. Dann werden die anderen Aktionäre auch für mein Konzept stimmen. Und bei der nächsten Aktionärsversammlung wird der Vorstand abgewählt. Das klingt nicht sonderlich erotisch. Bringen Sie mir eine Vision, eine richtige Idee. Überraschen Sie mich. Aber ich warne Sie, ich werde nichts unterstützen, was mit Ihren bisherigen Ansichten von Geschäften zu tun hat. Was ist daran falsch? Was Sie mir da vorschlagen, findet nur da oben statt, nicht da. Das ist daran falsch. Zeigen Sie mir etwas, das Verstand, Herz und Sex hat. Dann sprechen wir weiter. Mein Gott, Ben, Sie tragen eine Riesenkeule mit sich herum, die heißt Geld, Geld, Geld. Aber Geld ist nur die dümmste von allen Drogen. Sagen Sie mal, was schleppen Sie eigentlich für einen Stuhl da mit sich? Ach so. Ja, davon habe ich noch 7 Stück. Der würde doch hervorragend in Ihre Villa passen, oder? Warum soll ich die kaufen? Weil sie schön sind. Wie viel? 4.000 plus Mehrwertsteuer. Einer? Ihre Unterstützung. Ich krieg sonst keinen Fuß auf den Boden. Aber natürlich, ich bin doch auf Ihrer Seite. Danke. Bitte. Wir sprechen uns. Entschuldigung. Ja? Dickstein, ja, Ben Rabe hier. Auf der Liste mit den Kündigungen steht eine Firma, Projektwerkstatt. Erinnern Sie sich? Ja, ich habe die Liste vorliegen. Die Liste? Wann ist der Termin beim Senior? Seit 3 Minuten. Ich habe nur jetzt keine Zeit. Was ist denn damit? Ich habe mir das nochmal überlegt. Vielleicht stehen die doch nicht so schlecht da. Wir müssen denen nur ein bisschen auf die Finger schauen. Tun Sie mir bitte den Gefallen und streichen Sie die von der Liste, ja? Ja, ich kümmere mich drum. Danke. Was ist mit der Liste? Nichts, bleibt alles, wie es ist. Maria! Warum? Warum haben Sie das nicht eher gesagt? Wovon soll ich meine Leute bezahlen? Hallo? Hallo? Wissen Sie, mit dem ich gerade eben telefoniert habe? Mit der Rechnungsabteilung von Ihrer scheiß Firma. Das sind 4 Wochen rum, der immer noch nicht bezahlt. Das ist normal. 4 Wochen Zahlungsziel. 20 Stühle Buche Natur. 8.000 Mark. Wenn es mir nicht passt, kann ich die Stühle gleich wieder abholen. Das Problem ist nicht die Rabe AG. Was Sie hier machen, ist Caritas. Und Caritas kann sich die Rabe AG nicht leisten. Das ist so eine Art Hobby von Ihnen? Sachen bestellen und nicht bezahlen? 8 Stühle, 4.000 Mark plus Mehrwertsteuer. Darf ich Sie zum Essen einladen, als Wiedergutmachung? Ich kann Sie aber gar nicht leiden. Das macht nichts. Sehen Sie das hier? Muss ich bis nächsten Freitag erledigt haben. Sonst dreht mir das Finanzamt den Hals um. Gut, dann warte ich, bis Sie fertig sind. Na dann. Tschüss, bis nächsten Freitag. Nur für ein paar Wochen. Bitte, Alex. 100.000. Okay, sagen wir 50. 100.000. Na gut, sagen wir 50. Du würdest mir einfach wahnsinnig helfen, damit verstehst du das nicht. Na okay, alles klar. Nein, nein, ist kein Problem. Nein, ist okay. Ciao. Das kann bei mir schon, aber du weißt ja, meine Mutter. 3 Wochen ist sie zu Besuch. Ganze 3 Wochen. Wir haben Zeit noch Freunde. Du kannst bei mir wohnen. Kein Problem. Wie viel willst du? 50. Ist 20 auch okay? Ja? Was? Ich mach keinen Scheiß. Fuck! Wie viel? Scheiße. Was ist denn los? Uralpromp stürzt gerade ab. Ich hab da 500.000 drinstecken. Entschuldige. Aber wieso investierst du in Russland? Da kannst du deine Kohle auch gleich verbrennen. Nein, nein, ich hab keinen Stress. Hm. Carla erzählt rum, du hast Stress. Ach, ist einfach nur sauer, weil ich dir was gesagt habe. Und Carla auch eine andere Version, von wegen, dass du am Ende bist und sowas. Ach, Quatsch. Mir geht's gut, das ist alles bestens. Hm? Ja, klar.
Ich habe ein bisschen Stress mit der Bank. Kannst du mir aushelfen? Also ich brauche 80.000. In 3 Wochen hast du es wieder, okay? Waschbecken ist im Zimmer. Dusche auf dem Flur. Sie haben Telefon und Fernseher. Allerdings ohne Kabel. Wenn Sie was trinken wollen, Bier, Cola, Fanta gibt's bei mir. 3 Mark die Flasche. Mini-Pizza um die Ecke. Ja. Besuch ist bis 10 erlaubt. Danach kostet es dann 20 Mark Doppelzimmeraufschlag. Ich krieg 50 im Voraus. Hallo? Ja, hallo, hier ist Ben Rabe. Wie wär's denn mit Abend? Sie geben wohl nie auf. Ich kann Buchhaltung. Was? Nein, ich kann nicht. Nein, kann ich nicht gelten lassen. Hey, sei mal leise! Also dann bis gleich. Was? Halt, nein. Hallo? Hallo? Der Schlüssel. Ist die Chaos-Theorie ein Witz? Auch ein Bier? Nee, Kaffee. Kaffee. Ich will Sie ja nicht erschrecken, aber wenn Sie so weitermachen, dann müssen Sie in einem Monat Konkurs anmelden. Ja, ich weiß. Ich sollte Leute entlassen, mehr Maschinen anschaffen, expandieren und IKEA werden. Wird mir einmal dann auch von meiner Bank gepredigt. Lieber Zucker? Schwarz. Ich habe in den Unterlagen gelesen, es gab mal einen Partner. Wo ist der jetzt? Felix war derselben Meinung wie die Bank und wie Sie. Er wollte entlassen und ich wollte so weitermachen, wie es unser Plan war. Und dann? Seien Sie nicht so neugierig. Und dann? Er hat sich mit der Sachbearbeiterin von der Bank nach Ibiza abgesetzt, okay? Er war also mehr als nur ein Partner. Wie heißt es in der Geschäftswelt? Wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Vielleicht hatte Ihr Partner ja nicht so unrecht. Felix war nur geldgeil. Hauptsache die Kasse stimmt. Gar nicht schlecht, der Mann. Von Ihnen haben wollen? Um Gottes Willen. Sie haben genau 2 Probleme. Erstens, Sie sind von einem Abnehmer abhängig. Und zweitens, Sie müssen unbedingt Ihre Produktivität steigern. Was wir hier machen, ist Qualitätsarbeit. Wir haben Talente, die sonst niemand haben will. Weil meine Leute Ex-Knackis, Behinderte oder von der Straße sind. Wir haben Spaß. Wir brauchen keine Produktivität. So. Erzähl mal was von dir. Tja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich 8 war, ist meine Mutter abgehauen. Sie konnte wohl nicht viel mit mir anfangen. Danach hat sich mein Vater um mich gekümmert. Wir haben Abenteuerreisen unternommen, sind gewandert, geklettert, getaucht. Es war eine knochenharte Zeit, aber immer spannend. Und warum ist deine Mutter abgehauen? Ich habe keine Ahnung. Ich war im Internat. Als ich in den Ferien nach Hause kam, war sie weg. Musst du vorher mein Herz erobern. Weißt du, wie es geht? Nee. Du redest mit den Leuten in deiner Firma
Und sag sie, sie sollen ihre Rechnung bezahlen. Du glaubst es nicht. Die hatte sich die Pulsadern an den Handgelenken und an den Oberschenkeln aufgeschnitten. Sie wollte ganz sicher gehen. Und alles, weil ihr Kerl sie verlassen hatte. Das war eine Sauerei, ich sag's dir. Wir haben 3 Stunden geputzt. Und dann legt mein Tochterliebling sie zum Essen ein. Der hat ihn nicht verdient. Sehe ich auch so. Was ist mit deinem Verehrer? Der ist nicht mein Verehrer. Habt ihr euch geküsst? Frag mich, soll ich ihn küssen? Maria, wann hast du das letzte Mal Sex gehabt? Hast du einen Kalender von 97? Bingo. Du hast gesagt, er ist charmant, er ist aufmerksam, er hört gut zu und er ist scharf auf dich. Das letzte habe ich nicht gesagt. Ein Kerl, der dir bis nachts um 1 bei der Buchhaltung hilft, ist entweder ein psychopathischer Mörder oder er ist scharf auf dich. Wenn du ihn nicht haben willst, ich würde ihn mir mal ansehen. Das kommt nicht in Frage. Wieso nicht? Er ist so... Oh Mann, ich weiß auch nicht, wie er ist. Aber er passt zu mir. Er passt zu mir. Ja, dann los. Was kann dir schon passieren? Dass es wieder weh tut. Er heiratet. Bitte? Er heiratet. Was uns nicht tötet, macht uns nur härter. Ist er verheiratet? Oder will er noch? Herr Benjamin, wie Sie sicherlich wissen, werden die Quartalszahlen nicht den Erwartungen entsprechen. Ich würde Sie bitten, bei der nächsten Aktionärsversammlung für mein Konzept zu stimmen. Wie Sie sicherlich wissen, werden die Quartalszahlen nicht den Erwartungen entsprechen. Ich würde Sie bitten, bei der nächsten Aktionärsversammlung für mein Konzept zu stimmen. Ich meine, es ist doch so, auch die Kleinaktionäre haben Einfluss. Und wenn wir es schaffen sollten, genügend Stimmen zu bekommen, um die Rabe AG zu dominieren, Professor Freund, wie es aussieht, den Plänen auch sehr aufgeschlossen. Was halten Sie? Was würden Sie davon halten? Was würden Sie davon halten? Ben, wie geht's? Gut, alles bestens. Ist irgendwas Wichtiges? Ich muss... Nein, ich wollte nur... Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Hallo. Hast du schon was vor? Hat er nicht gearbeitet? Wir feiern Firmengründung. Es gibt uns seit 5 Jahren. Glückwunsch. Wo hast du eigentlich diese Leute her? Von der Straße. Das ist schon ungefähr 20 Jahre Jugendknast. Angst? Was? Tim! Ist egal. Komm mal her. Tim. Angst habe ich höchstens vor Leuten wie dir. Ja! Was ist mit deiner Hochzeit? Meine Verlobte hat sich kurz vor der Hochzeit noch anders überlegt. Sie hatte noch ein Angebot vom reichsten Mann der Welt. Hast du Pickel oder wieso ziehst du dich nicht aus? Ich habe jetzt keine Lust. Los. Nein, nicht jetzt. Doch jetzt. Wirklich. Ich habe keine Badehose.
muss mal. Na, viel Spaß. Ich muss mal. Ja, dann geh. Er kann nicht alleine. Das geht's nicht? Taut ein bisschen. Ich mag dich. Ja. Hast du schon mit Maria? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich würde auch gern mal mit ihr. Sie hat so einen tollen Arsch. Super Typ. Wenn du mit ihr bummst, musst du mir sagen, wie es war. Pass mal auf, Kumpel. Du machst dir einfach, weil draußen wird das Wasser kalt, ja? Okay. Was Wichtiges. Weißt du was, ich helfe dir. Wir bringen den ganzen Laden wieder auf Vordermann. Ist doch auch alles da, was du brauchst. Du musst nur ein bisschen mehr Zug reinbringen. Und 10 Stühle im Monat ist einfach zu wenig. Du musst auf Masse gehen, 100, 200 Stühle produzieren. Was ist los? Was spinnst du? Was soll denn das? Jetzt küsst du mich und dann kriege ich von deinem scheiß Laden die Kündigung? Davon habe ich nichts gewusst. Davon hast du nichts gewusst, das glaubst du wohl selber nicht. Steckt bestimmt ein ganz, ganz hinter. So nach dem Motto, wir schaffen eine persönliche Beziehung und dann traut die blöde Cousine nicht zu verklagen. Ja, ich habe davon nichts gewusst. Hör mir bitte einen Moment zu. Verschwinde! Was war an den Ohren? Sie hat gesagt, du sollst abhauen. Halt dich da raus. Verpiss dich, du Penner! Pass auf, wir haben hier ein Problem zu klären. Also pack den Gorilla ein und hau ab! Ich habe gewusst, dass du ein abgewichster Drecksau bist. Du bist so ein Verräter. Verschwinde. Maria, es tut mir leid. Geh weg. Wenn der Typ hier nochmal aufkreuzt, dann dreh ich ihn um. Wir Frauen funktionieren zu 90% über die Krankenschwesternummer. Du musst dir möglichst viel über deine Kindheit erzählen. Über deine Verletzungen, Probleme. Ich hab's bloß nicht. Na, dann erfinde irgendwas. Wir müssen das Gefühl kriegen, dass ihr uns braucht, dass wir das für euch tun können. Und schon springen wir an. Das ist ein Reflex, da können wir nichts dagegen tun. Das ist schon so seit Jahren Millionen. Er ist ein Geizhals. Er ist schwul. Er hat nur einen Geruch. Sie hat mich einfach rausgeschmissen. Irgendwie häufen sich deine Rauschmisse in letzter Zeit. Findest du nicht? Jetzt sind es jetzt 10 Versuche. Jetzt habe ich ein Recht auf die Auflösung der großen Preisfrage. Er hat den Vertrag mit uns gekündigt. Das ist alles? Das ist nicht alles, das ist das Ende. Liebst du sie? Wann weiß man denn, ob man jemanden wirklich liebt? Wenn es soweit ist. Wenn es dir wehtut, weil du sie nicht jeden Tag sehen kannst. Und wenn du dich mit ihr streiten und auch versöhnen kannst. Ich weiß zwar nicht, was genau passiert ist, aber wenn er irgendwas gemacht hat, was seinen Laden angeht, weiß es noch lange nicht, dass er dich nicht liebt. Mir aber egal. Ich liebe den jedenfalls nicht. Sie passt zu mir.
Weiß nicht, Mann. Irgendwie passt sie zu mir. Na, das sieht man doch gerne, wenn sich die unternehmerische Hoffnung des Landes in der Basis betrinkt. Ich habe gehört, Sie rufen die Aktionäre an und versuchen, sie umzudrehen. Muss ja ziemlich gut gelaufen sein. Das ist nicht der richtige Moment. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich irgendwo hinsetzen und mich in Ruhe lassen. Es ist doch gut, Freunde zu haben, solange man sie nicht braucht. Romeo and Julia, Tarzan and Jane, Pocahontas and Captain Smith, Minnie Mouse and Mickey Mouse, the old tried it. Ja, ich komme. Vater sie geschickt. Er will nur wissen, wie es Ihnen geht. Sie sehen aber nicht gut aus. Wollen Sie jetzt mit mir über meine Verfassung diskutieren? Wir haben gehört, Sie versuchen, die Aktionäre auf Ihre Seite zu bringen. Professor Freund hat uns angerufen. Was ich Ihnen sagen will, habe ich mit Ihrem Vater nicht abgesprochen. Sie machen Kriegsschaden. Sie jetzt auf Ihre alten Tage noch zum Helden werden. Ja? Sie müssen den ersten Schritt tun. Ihr Vater ist nicht mehr der Jüngste. Aber einer der Stärksten. Er hat mich rausgeschmissen. Soll ich jetzt zu ihm zurückkommen? Soll ich ihm die Hand reichen? Sie sind der gleiche Sturkopf wie Ihr Vater. Und genau das ist der Unterschied. Diesmal gewinne ich und er verliert. Ich bin seit 20 Jahren dem Unternehmen verbunden. Ich habe in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal erlebt, dass Ihr Vater nachgegeben hätte. Er ist ein Sturkopf. Er wird lieber eine Sache ruinieren, als dass er einen Fehler zugeben würde. Sehen Sie? Und genau deshalb bin ich raus. Das haben Sie sehr schön gemacht. Und jetzt möchte ich, dass Sie auf die Tische steigen. Na los, 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 los! Was sind Ihre Berufswünsche? Ich fasse es für Sie zusammen. Sie alle wollen in leitende Positionen in der deutschen Wirtschaft, Industrie, Bank. Sie wollen Manager werden, richtig? Ein Manager steigt nicht auf einen Tisch, egal wer ihn dazu auffordert. So, jetzt kommen Sie wieder runter. Gehen nach Hause und denken darüber nach. Bis nächste Woche. Was soll das, Herr Professor? Ich schlage Ihnen einen Brief vor und Sie haben nichts Besseres zu tun, als meinen Vater anzurufen. Ich habe Ihnen gesagt, liefern Sie mir eine Vision. Und? Das war ein hinterhältiges Ding, Herr Professor. Ben, ich kenne Sie seit 5 Jahren. Sie leben in der Welt des Shareholder-Value. Alles, was Sie interessiert, ist die Rendite. Und das ist als Entwurf für die Übernahme eines Unternehmens zu wenig. Wir sind in der Finanzwelt unterwegs. Da zählen Gewinne. Für Verlierer interessiert sich keiner. Genau deshalb werde ich Sie nicht unterstützen. Sie sind intelligent, aber Sie haben kein Herz. Und dann dieser Vulgär-Darwinismus. Der Mensch ist egoistisch, mein Gott. Ein Argument mehr, dass es so ist. Ich will, dass Sie leben. Ich will nicht, dass aus Ihnen noch ein weiterer Zombie an der Börse wird. So wie Sie? Ein ehemals hochgehandelter Börsenmakler, der auf einmal alles hinschmeißt und jetzt auf das Elend der Welt heult? So vielleicht, ja? Sie wissen, wie die erste Regel jedes Kampfes lautet? Beginne einen Kampf nur, wenn du sicher sein kannst, dass du ihn gewinnst. Entschuldige, ich wollte ihn nicht erschrecken. Kann ich dir ein paar Sachen erklären? Kann ich reinkommen? Nein. Maria, es tut mir leid, was passiert ist. Verstehst du, ich bin... Ja, ich bin bei der Firma raus. Es gab ein paar Differenzen mit meinem Vater. Ich wollte ihm mal zeigen, wie man heutzutage Geschäfte macht. Aber ja, hat nicht so geklappt. Ja, das wird dich wahrscheinlich auch nicht interessieren. Ja, auf jeden Fall bin ich da, um mich zu entschuldigen. Ich mach das zum ersten Mal. Nee, stimmt gar nicht. Ich mach's zum zweiten Mal. Das erste Mal habe ich mich bei meiner Mutter entschuldigt, als sie weggegangen ist. Da habe ich ihr einen langen Brief geschrieben. Ich habe mich für alles entschuldigt. Sie ist trotzdem nicht zurückgekommen. Ja. Maria? Maria? Ich hab mich doch entschuldigt. Was soll ich denn noch machen? Scheiße. Entschuldigung, 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 okay?
Sie hat alles gehört, was Sie gesagt haben. Ja, warum kommt sie da nicht raus? Sie können sie nicht zwingen, ihnen zu verzeihen. Hat sie das gesagt? So ähnlich. Wie meinst du das? Nur Mut. Ich bin in der Thermoskanne. Wenn du ein Brötchen willst, Rita, kommt in einer halben Stunde von der Nachtschicht, okay? Maria, warte mal. Bleib mal stehen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich kann sie hören! Warte, warte. Moment. Anrufen. Wieso das denn? Er ist so ein Arschloch, er weiß, was du jetzt machen musst. Die Maschinen werden nachher abgeholt. Wieso wir dann arbeiten? Tut mir leid, das müssen Sie mit dem Lieferanten besprechen. Er hat die Maschinen pfänden lassen. Ja, aber wenn die Maschinen wechseln, dann können wir die Schulden erst recht nicht bezahlen. Das ist die Krux bei diesem System. Ich halte es auch für den falschen Weg. Alter, tut mir leid. Oh, habe ich was nicht mitbekommen? Ist das jetzt modern? Ich glaube kaum, dass du die Richterin so beeindrucken kannst. Sie will mich haben. Was? Sie will mich nicht haben. Wir haben gesammelt. Das ist lieb. Aber es wird nicht reichen. Weißt du, was ich gesagt habe? Sie hat keine Lust, meine Krankenschwester zu spielen. Wörtlich. Ja, dann hast du was falsch gemacht. Der Zins, schon mal was davon gehört? Ach, der Zins ist schwer. Das Land Berlin gegen Ben Rabe. Kannst du dich noch erinnern, was du in der, Bar gesagt hast? Woran man erkennt, dass man jemanden liebt? Mhm. Genau das ist eingetreten. Ach nee, nur guck doch nicht so. Das hat nichts zu bedeuten. Ich krieg dich schon wieder hin. Wir haben doch so viel Schlimmeres durchgemacht, oder? Wir haben es immer geschafft. Hm? Arschloch! So spannend. Arschloch! Was ist? Meinen Sie, Sie sind der einzige Verkehrsaudi? Kommen Sie! Wir müssen heute noch die halbe Stadt verurteilen. Ja? Ben? Hier ist Danny. Danny? Du musst sofort kommen. Ich kann nicht, ich muss... Die Wichser holen die Maschinen ab. Ich komme sofort, alles klar. Du kannst jetzt nicht kommen. Das ist wichtig. Das hier ist wichtig. Wenn du einen Glitzermin sausen lässt, dann landest du im Bau. Wie lange dauert das da drin? Ja, allein die Verkündung am Strafregister, das dauert eine Stunde und die Verhängung der Todesstrafe 2. Pass auf, sag ich bekenne mich schuldig in allen Punkten und den Rest, den musst du machen, okay?
Gefällt dir, was du siehst? Ich habe mal die Scheiße hier zu verdanken. Lass mich zufrieden. Wo ist er? Ja, wie geht's ihm? Ja, ich komme. Beschissen aus. Das ist schon okay. Mein Gott, Ben. Für Sie ist immer alles schon okay. Sie sind ein harter Brocken. Mein Vater ist im Krankenhaus. Herzinfarkt. Ich hab's nicht mal geglaubt, als ich's gesehen habe. Das ist eine kostbare Erkenntnis. Erst wenn man erkennt, dass man verletzbar ist, kann man auch wirklich gewinnen. Ich hätte nie gedacht, dass er auch mal verlieren kann. Das ist normal. Aber nicht in meiner Familie. Da wird nicht verloren. Sie wissen, dass ich Ihren Plan von der Übernahme der Rabe AG nicht besonders erbauend finde. Vergessen Sie den Plan. Ich glaube nicht, dass ich das noch will. Aha. Woher kommt dieser Sinneswandel? Sie haben mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während man auf die Erfüllung eines Zieles wartet. Habe ich das gesagt? Ja. So ein Unsinn. Ich will, dass Sie weitermachen. All Furniture ist sehr aggressiv unterwegs. Die setzen alles dran, die Rabe AG zu übernehmen. Ich finde, das sollten Sie nicht zulassen. Kämpfen Sie. Es kommt allein auf Sie an, mein Freund. Überzeugen Sie die Aktionäre, dass Sie der bessere Mann sind. Dass Sie die besseren Visionen haben. Übrigens, die Stühle, die Sie mir verkauft haben, sind fantastisch. Wo haben Sie die her? Aus einer kleinen Werkstatt, die wir platt gemacht haben. Du schon wieder. Wir müssen ein paar Minuten zu, bitte. Und basteln Möbel. Ohne Plan, ohne Idee, ohne Konzept, wie sie das finanzieren können. Es ist 5 Jahre lang gut gegangen. Nee. Es ist nicht 5 Jahre lang gut gegangen. Es ist ein Wunder, dass ihr in 5 Jahren nicht bankrott gegangen seid. Es musste so kommen, das weißt du. Bist du hier, um mir eine Strafpflicht zu halten? Ja. Weil das endlich mal jemand machen muss. Okay, du bist sauer, weil die Rabe gegen die Lieferverträge gekündigt hat. Na und? So ist das Geschäft. Und wenn du da mitmischen willst, dann musst du rechnen können. Ja, das Konzept für die Kündigung stammt von mir und es war richtig so. Wenn es richtig war, was willst du denn hier?
Ich will dir sagen, dass noch nichts verloren ist. Willst du mich verarschen? Wir sind fertig. Wir haben zigtausende Mark Schulden. Wir haben keine Aufträge, keine Kunden und die Jungs haben seit Monaten keinen Lohn mehr gekriegt. Ja, aber was ihr herstellt, ist unglaublich. Verstehst du nicht? Das ist die Chance. Ihr baut die bequemsten Stühle der Welt. Das weiß noch kein Mensch. Ich möchte nicht, dass du diese Firma hinschmeißt. Warum nicht? Weil du dann vor die Hunde gehst. Na und? Maria, ich möchte mit dir zusammen sein, egal wie kompliziert das ist. Maria, ich liebe dich. Hast du mich verstanden? Nein. Dann überleg's dir. Möglichkeit. Du trommelst die Leute zusammen und ich versuche, die Maschinen zurückzubekommen. Und wenn das klappt, möchte ich, dass ihr bis morgen 50 Stühle baut. 50 Stühle? Ja, 50. Es klappt schon. Schönes Zimmer. Ja, sehr teuer. Und der Vorstand besteht darauf. Wie geht's dir? Ist das jemand gehen, der einen Herzinfarkt hinter sich hat? Was sagen die Ärzte? Wir sind sich noch uneins. Was macht die Übernahme? Nichts, ich habe meine Pläne geändert. Das heißt, du gibst auf? Nein, nein. All Furniture kauft. Die Sache sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir werden das nicht zulassen. Bist du dir da sicher? Ich meine, willst du das wirklich? Du nicht? Ich bin müde. Ist komisch. Noch nie in meinem Leben war ich müde. Ich glaube, es ist 20 Jahre her, dass ich einen Hammer in der Hand gehalten habe. Damals, als es dir nicht gelungen ist, das Sparschwein zu zertrümmern. Ich hab's nie gesagt, aber... Ich bin stolz auf dich. Es ist mein Fehler, dass es so gekommen ist. Das stimmt nicht.
Widersprich mir nicht. Nachdem es in letzter Zeit zu starken Differenzen zwischen Vater und Sohn Rabe um die Zukunft des Unternehmens gekommen war, hat All Furniture den Auseinandersetzungen nicht tatenlos zugesehen. Allem Anschein nach wird es auf dieser Aktionärsversammlung zu einem harten Kampf kommen. Du kannst so nicht gehen, das ist den Leuten nicht gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann nicht. Die haben mir vertraut und ich war jahrelang das Einzige, was sie hatten. Du musst es ihnen sagen. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Darf ich? Und was soll das bringen? Du bist so ein unglaublicher Schurkopf. Da gibt es jemanden, der dir sagt, dass er dich liebt. Da alles tun würde, um dich glücklich zu machen. Und du? Felix war ein Arschloch. Wenn nicht. Mach's gut. Und geh zu deinen Leuten. Sturkopf. Als Sie, meine Damen und Herren, Aktien gekauft haben, als Sie Ihr Geld nicht einfach zur Bank getragen haben, keine Autos gekauft haben, hat man Ihnen da gesagt, in ein paar Jahren werden Ihre Aktien nur noch die Hälfte wert sein? Wer wie Sie, meine Damen und Herren, wer wie Sie sein Geld in ein Unternehmen gesteckt hat, hat das Recht, dass dieses Geld sich vermehrt. Und das Unternehmen hat die Pflicht, dieses Geld lukrativ zu verwalten. Denn Ihr Geld war es schließlich, das der Rabe AG überhaupt erst ermöglicht hat zu arbeiten. Ihr hart verdientes Geld, das jetzt durch die Misswirtschaft eines unfähigen Vorstandes, zu dem auch Ben Rabe gehörte, vergeudet worden ist. Wählen Sie diese Dilettanten ab, meine Damen und Herren. Als Aktionäre haben Sie das Recht dazu. Erteilen Sie Ben Rabe eine Abfuhr, bevor er noch größeren Schaden anrichten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz kurz etwas Privates erzählen. Ich dachte immer, dass mein Vater, Sie kennen ihn alle, und ich ein gutes Verhältnis haben. Ich dachte immer, dass wir das waren, was Vater und Sohn sein sollen. Mentor und Schüler. Vor einer Woche haben wir uns zerstritten, von einem Tag auf den anderen. Es ist nicht wichtig, worüber wir uns zerstritten haben, sondern warum. Ja, wir haben nicht miteinander geredet. Obwohl wir uns jeden Tag gesehen haben, waren wir zwei Menschen, die einander nicht kennen. Zwei Egoisten, die einen aufeinander nicht hören wollen. Wir haben einfach vergessen, dass es neben der Arbeit auch ein Leben gibt. Schauen Sie sich diesen Stuhl an. Er ist nichts Besonderes. Aber er ist genau das, was ein Stuhl sein soll. Er ist bequem. Dieser Stuhl wird in einer Firma hergestellt, die für uns arbeitet und die Sie wahrscheinlich nicht kennen werden. Von Leuten, die ihre Arbeit lieben. Leuten, die mir klargemacht haben, dass es Arbeit und Leben gibt. Dieser Stuhl bildet den Anfang einer Produktkette, die für das neue Bewusstsein der Rabe AG stehen soll. Wir haben das Geld, die anderen Ideen. Warum fördern wir diese Ideen nicht? Die Rabe AG muss in Zukunft wieder eine Familie sein. Sie muss dem, der Hilfe braucht, Unterstützung bieten. Denn genau das ist es, was eine Familie ausmacht. Kommen wir zurück zu dem, was diese Firma einst groß gemacht hat. Dann, ja, dann werden wir auch wieder Geld verdienen. Danke, danke. Danke. Übrigens wurden seit gestern im Internet 1046 Stühle bestellt. Wer immer noch nicht begriffen hat, wieso. Sie sitzen auf diesen Stühlen. Und Sie zu meiner Linken bedauerlicherweise nicht. Ich danke Ihnen. Das ist fantastisch.
schlecht. Ich ruf dich die Tage an, ja? Ja. Tschüss. Sehr gut. Ich habe es nicht geschafft. Entschuldigen Sie bitte, Herr Rabe, da möchte Sie eine Dame dringend sprechen. Ja, danke. Rita, ist was passiert? Sie will weg. Scheiße. Also, ihr wisst es ja schon. Wir müssen die Werkstatt schließen. Macht doch nichts. Ich bin aber keine gute Geschäftsfrau. Mach mal schon. Ich hatte mit euch die schönste Zeit meines Lebens und ihr seid meine besten Freunde. Mahlzeit. Und wohin mit dem Kram? Die Werkstatt wäre ein guter Platz. Was ist denn das? Was soll mit? And Smith, Minnie Mouse and Mickey Mouse. Ich habe mir das so vorgestellt. Hier kommt dein Büro. Hier ein Raum für deine Entwürfe. Und hier, was ganz wichtig ist, Finanzwesen. Das heißt Buchhaltung etc. Ich habe einen Vertrag für dich in der Tasche. Ihr bestimmt, was gebaut wird. Und die Rabe AG garantiert Abnahme und Vertrieb. Meine Leute bleiben? Ja. Keiner wird entlassen? Ja. Ihr zahlt pünktlich? Ja. Keiner mischt dich in die Produktion ein. Ja. Was ist? Da ist noch eine Sache. Ja? Ich brauche jemanden für die Buchhaltung. Okay. 20 Mark die Stunde. Fehlt aber noch was. Wieso, was denn?